Was verbirgt sich in der Tiefsee? Sind wir allein im Universum? Wie werden wir künftig zusammenleben? Eine Frage ist wie ein Schlüssel. Sie öffnet Türen und zeigt neue Wege. Mit Fragen erschließen wir uns die Welt. Wir sind Coco, das Performance-Kollektiv Company Kopfstand. Wir sind im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Expeditionsbus unterwegs nach Berlin. Auf der Suche nach den Fragen der Menschen. Hallo, wir sammeln Fragen. Habt ihr Lust, uns eine zu schenken? Gibt es irgendetwas, was du wirklich gerne wissen würdest? Sollen wir das mal zusammen aufschreiben? Es müssen nicht die größten Fragen und allumfassendsten sein. Ja! Yeah. Macht E-Mobility wirklich Sinn? Das ist eine sehr gute Frage. Dankeschön. Tschüss. Ich frage dich und du fragst mich. Ich weiß es nicht, noch weiß ich es nicht. Unter tausend Fragen. Herzlich willkommen, alle Neugierigen, alle Zweifler und alle Überzeugten, alle Optimistinnen und alle Skeptikerinnen. Herzlich willkommen bei der Expedition für das Wissen. Bei dem Blind Date Forschung, da kommt immer ein Forscher oder eine Forscherin mit den Teilnehmern zusammen. Und die Teilnehmer sollen versuchen zu erraten, worum es in der Forschungsarbeit von den Wissenschaftlern geht. Die Idee vom Fragenlabor ist, dass man eine kleine, temporäre Forschungsgruppe ist und eine der Fragen, die in den Köpfen der Leute drin sind, auswählt und bearbeitet. Meine Frage war, wie viele Gedankenstränge können wir gleichzeitig haben? Und es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch entstanden, wo wir uns sehr ergänzt haben mit verschiedenen Ideen dazu. Und jetzt basteln wir ein bisschen. Das ist die Werkstatt des Wissens. Hier geht es darum, dass wir unser gemeinsames Wissen in Beziehung setzen und das visualisieren. Ein Stück weit ist es ja auch ein Experiment, dem wir uns selber unterziehen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wir wissen nicht, wie die Fragen sind. Das ist ein Stück weit in die kalte Badewanne geworfen zu werden und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich google nach unten, ich google mich durchs worldwide Wissen und entdecke immer neue Google-Pfade, Wege, Straßen, Orte, die ich immer neu beschreite. Ich lege Kilometer zurück. Ich durfte eine Überzeugung aufschreiben erst. Meine Aussage war, Kinder brauchen Bindung. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen, die du mir bitte jeweils beantwortest. Glaubst du das oder weißt du das? Und dann haben wir besprochen, woher ich die habe und für wie richtig ich die halte und ob es mir möglich ist, Zweifel zu empfinden an dieser Aussage. Mit wem teilst du diese Überzeugung? Ich misstraue der Wissenschaft, wenn nicht genau weiß, wer die Forschung in Auftrag gegeben hat und auch wie sie bezahlt wird. Was mich fasziniert hat, war, dass die Leute, die anfangs sehr zurückhaltend sind, sich einzulassen, auf diese wissenschaftliche Art mit einer Frage umzugehen, ganz mutig werden. Es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, hier zu sein, mit den Leuten zu sprechen. Dieser Dialog ist essentiell für gute Wissenschaft. Wie lassen sich die nötigen Maßnahmen gegen den Klimawandel sozial gerecht abfedern? Ist Wissen Macht los? Schlafen Schmetterlinge? Wann wird Mädchen endlich genauso sehr zugehört wie Jungen? Warum fällt es Menschen schwer, anderen Erfolge oder Privilegien zu gönnen, wenn sie selbst keinen Nachteil daraus haben? Wie fühlt es sich an, fliegen zu können? Warum haben so viele Menschen Angst oder Unwillen, Dinge in ihrer Komplexität zu betrachten? Warum bekommen Enten im Winter keine kalten Füße? Warum ist es schwer, eine kontinuierliche innere Ruhe zu haben? Gibt es eine Antwort hinterm Nichts? Es war uns eine riesengroße Ehre, heute mit euch zusammen all diesen Fragen nachzugehen. Wir möchten alle Fragen, die wir im Zentrum der Neugierde gesammelt haben, heute an die Deutsche Forschungsgemeinschaft übergeben, damit diese Fragen hier nicht enden, sondern dass sie weiterziehen.
Mir ist aufgefallen, die Begeisterung, Ernsthaftigkeit und auch die Kreativität, mit der die Fragen hier diskutiert wurden. Wir nehmen die Fragen alle mit. Sie werden auf die Homepage der DFG gestellt. Wir wollen sie in andere Formate einbringen und wir wollen sie auch in das Wissenschaftsjahr 2022 nachgefragt einbringen. Wirklich sehr aufweckend fand ich das heute. Sehr schöne Begegnung mal wieder mit Menschen. Das Format ist wie ein Eintopf, in dem das Wissen brodeln kann. Und so eine Wissenssuppe, die am Ende entsteht und die wir jetzt alle weiter, sozusagen, mit der wir weitermachen können.